eine Runde ist 32,5 Meter lang. Das sind 1300 Runden, die man für einen Marathon laufen muss. Schon ein bisschen verrückt, schon ein bisschen mehr als verrückt, glaube ich. 1300 Runden oben auf der Plattform des Florianturms. In 6 Stunden ist Frank Pachura die vor ein paar Jahren gelaufen. Der Beweis ist auf seinem YouTube-Blog festgehalten. Ach. Und, da haben wir. 1300. Sauber. Danke. Schöne Sache. Alter Schwede. Oh. Frank Pachura ist Hochbautechniker und in seiner Freizeit macht er seit 20 Jahren eigentlich nur eins, laufen. Und ich mag es auch nicht, mit Musik zu laufen. Ich möchte wirklich mein eigenes Schnaufen hören und meine Schritte und ein bisschen Natur und Wind und Vogelgezwitscher. Und das kann ich lange aushalten und vor allen Dingen auch lange genießen. Mittlerweile hat das auch seine Frau Kerstin für sich entdeckt. Seit 2 Jahren laufe ich jetzt. Ja, und jetzt kam es hoppla die hopp. Das steckt halt irgendwie an. Und deswegen ja auch letzte Woche mein Marathon-Geburtstag, wo ich 42,195 Jahre alt wurde. Der wurde natürlich auch gefeiert mit einem Marathon. Das war dann der 27. in diesem Jahr für Kerstin und Frank. Das Schöne am Laufen ist, dass man nicht großartig irgendwo hinfahren muss, sondern man zieht sich zu Hause Schuhe an, geht nach draußen und läuft eigentlich los. Das kann man auch in der Dortmunder Innenstadt zur Not machen und ist dann auch irgendwie relativ schnell am Phoenixsee. Oder das ganze Ruhrgebiet und die ganze Stadt Dortmund ist mit Wäldern übersät und es gibt überall schöne Laufstrecken. Weil schöne Laufstrecken ja irgendwann langweilig werden könnten, überlegt Frank Pachura sich dann immer mal wieder was Neues. Ab und zu sehe ich so irgendwas und denke, da ein Marathon laufen wäre schon cool. Ja, im letzten Jahr muss Frank Pachura dann wohl einfach zu viele Eisdielen gesehen haben. Er wollte zwischen 2 Eisdielen 42 Kilometer hin und her laufen und dabei an jeder Eisdiele immer nach 1 Kilometer eine Kugel Eis essen. Das musste ich leider nach 21 Kilometern abbrechen, weil ich so einen dicken Eisklumpen im Bauch hatte, der war also nicht mehr aushaltbar. Den konnte man richtig durch die Haut fühlen. Das verschwitzte T-Shirt, das war richtig so vereist hier draußen. Aber abends konnte ich nicht richtig schlafen. Hab's am nächsten Tag dann nochmal versucht, alle 2 Kilometer eine Kugel Eis. Und das habe ich dann geschafft. Nicht unbedingt gesund, aber darum geht's Frank Pachura ja auch offenbar nicht. Vor kurzem war er auf einem Reiterhof und hat dort eine Führanlage entdeckt, wo eigentlich Pferde im Kreis laufen sollen. Das wäre jetzt so vielleicht der nächste etwas verrücktere Marathon, der noch ansteht, in dieser Anlage mal 42 Kilometer zu laufen. Und wenn man dann stehen bleibt, dann wird man halt angeschoben mit einem kleinen Stromschlag.